Die Feuerwehr Wiesbaden wurde um ca. 20.15 Uhr zu einem gemeldeten Feuer hier in die Erich-Ollenhauer Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine große Rauchsäule über der Einsatzstelle sichtbar und dementsprechend konnte der Brand auch dann direkt bestätigt werden. Und als wir dann vor Ort eingetroffen sind, ist direkt mit den ersten Maßnahmen begonnen worden. Zunächst galt es zu gucken, ob Personen noch in den Gebäuden sind. War aber nicht mehr der Fall, die waren alle schon draußen bzw. durch Anwohner gerettet worden. Und somit konnten wir uns auf die Ausbreitung des Brandes beschränken, so dass das Feuer nicht über das Dach weiter in die Nachbargebäude lief. Bei unserem Eintreffen stand eine große schwarze Rauchsäule über der Einsatzstelle. Der Qualm verteilte sich auch hier unten in der Straße und auf der Rückseite war das Dach bereits durchgebrannt. Bei dem Einsatzobjekt handelt es sich um ein Reihenhausgebäude aus vier Gebäudeteilen bestehend, wovon das zweite an der Seite gebrannt hat. Und im Dachbereich ist das Feuer gerade so über die Dachgrenze drüber hinweggelaufen, über die Holzeindeckung. Der Brand selbst beschränkte sich auf das Dachgeschoss, auch teilweise noch auf dem Nachbargebäude, aber die unteren Wohnungen sind vom Brand selbst nicht betroffen. Etwas Löschwasser ist durch die Decke durchgetreten, durch die Holzdecken und Brandrauch hat sich auch im Gebäude verteilt, sodass die Gebäude zunächst erstmal nicht bewohnbar sind. Das muss man morgen dann bei Tageslicht nochmal in Augenschein nehmen. Wir hatten die Einsatzstelle in zwei Bereiche gegliedert. Den einen Bereich hat die Feuerwehr 1 mit FF Dotzheim übernommen, das war das eigentliche Brandobjekt. Und die Feuerwehr 2 gemeinsam mit der nachalarmierten FF Schierstein hat dann das linke Gebäude übernommen und die Rückseite, sodass da gezielt die Brandbekämpfung stattfinden konnte. Die Brandbekämpfung selbst ist mit bis zu 5 C-Rohren, davon ein C-Rohr über die Drehleiter durchgeführt worden. Zur Brandentstehung kann man bisher noch nichts sagen. Das Dachgeschoss ist in dem Bereich komplett ausgebrannt, stand auch bei unserem Eintreffen schon im Vollbrand, sodass da momentan auf ersten Blick keine Ursache feststellbar ist. Das muss sich die Kripo dann nochmal näher anschauen, um dann eine Ursache feststellen zu können. Eine Person aus dem Eckhaus ist durch Nachbarn schon ins Freie gebracht worden. Die kam auch zur Beobachtung ins Krankenhaus, ist aber nicht direkt durch das Brandgeschehen beeinträchtigt gewesen. Das Problem einerseits in dem Fall war, dass das Feuer eben auf die Nachbarhäuser überzugreifen drohte durch die direkt aneinander gebaute Dachkonstruktion. Und das Herankommen an das Dachgeschoss ist eben ebenfalls etwas schwieriger, da sich nur über Drehleiter oder im Außenangriff zunächst genähert werden konnte. Innenangriff war noch riskant aufgrund der Brandausbreitung und herabstürzender Teile im Dachbereich, die auch im Innenraum eben nach unten fallen.